Mit 1. November diesen Jahres wurde der Betreibervertrag mit den deutschen Pächtern des Gollinger Erlebnisbades Montemare aufgelöst. Nachdem es in den letzten beiden Jahren doch eher holprig gelaufen ist, wie Johann Seiwald von der Gollinger Freizeit GmbH erklärt, liegt es nun an der neuen Führung, die Besucherzahlen nach oben zu schrauben. Mit Erich Kerwer kehrt ein bekanntes Gesicht an die Spitze des Regionalbades zurück. Der Betriebswirt aus Deutschland hatte schon unter der Montemare Betriebsführung eine Zeit lang die Geschäftsführung inne. Mit Authentizität, Volksnähe und dem neuen Namen Aquasalza versucht Kerwer die Trendwende zu schaffen. Warum der Wechsel von Montemare zu Aquasalza? Aquasalza als Tribut an die Region, Aqua für Wasser, Salza wegen der Salzach, wegen dem Salzburger Land. Einfach in diesem Namen schon den Menschen eine Identifikationsmöglichkeit zu bieten und zu geben, das war der Hintergrund. Die Badelandschaft wurde in den letzten Jahren teilweise heftig kritisiert. Es sei zu laut, es sei zu kalt, es sei zu wenig Platz. Was kann man gegen diese Probleme tun? Also richtig ist, dass die Badelandschaft nicht unbedingt die Erwartungen erfüllt hat. Die Kritikpunkte waren aber in erster Linie darin geartet, dass man das Gefühl hatte, das wäre jetzt das Spaßbad, das Salzburg schon seit langem erwartet. Wir sind kein Spaßbad, wir haben natürlich eine Rutsche, wir haben auch ein bisschen was für Jugendliche oder für Kinder, aber eben nicht im klassischen Sinne, sondern wir sind ein regionales Bad, das für Schulen und Vereine zur Verfügung stehen muss. Also bei diesen Problemen ist nicht unbedingt Handlungsbedarf vonnöten? Da ist kein großer Handlungsbedarf vonnöten, nein, wir sind sehr viel besser, als im Moment der Ruf das noch bedeutet. Einige konkrete Veränderungen spricht Johann Seiwald, Geschäftsführer der Gollinger Freizeit GmbH, an. Wir haben schon Verbesserungen getroffen in der Wassertemperatur, die am Anfang sehr kritisiert worden ist. Und man merkt auch, dass jetzt schon der Zustrom ins Bad besser wird. Und außerdem werden wir also die Preise mit im Jänner merklich senken im Bad. Und wir sind überzeugt, dass auch das Bad besser frequentiert wird. Einer, der an dem Projekt von Anfang an beteiligt war, ist Gollings Bürgermeister Anton Kaufmann. Also ich bin also bei der Entwicklung des Bades maßgeblich beteiligt gewesen, so mit vielen Höhen und Tiefen. Aber ich glaube und auch meine Mitgesellschafter glauben an die Zukunft dieser Anlage. Der Wellnessbereich sucht wirklich ihren Vergleich in anderen Anlagen. Da haben wir auf jeden Fall die Nase vorn. Von einem richtigen Neustart haben sich viele Badegäste wahrscheinlich mehr erwartet. Vor allem die kritischen Stimmen werden mit dem eingeschlagenen Weg wohl nicht zum Schweigen gebracht. Denn außer einem neuen Namen und einem neuen Logo gibt es nur wenig greifbare Veränderungen. Was man der Führung aber sicher zugutehalten muss, sind die Bestrebungen, das ganze Unternehmen volksnaher und authentischer zu machen. Auch die Intensivierungen im Bereich Marketing werden früher oder später sicher ihre Früchte tragen. Bleibt zu hoffen, dass es mit dem Aquasalza auch wirklich bergauf geht und dass leere Parkplätze in Zukunft der Vergangenheit angehören.